90 Die Grünen, die Abgeordnete Frau Berger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit unserem Antrag wollen wir drei Linien der Bildungspolitik miteinander verbinden und drei großen Herausforderungen begegnen. Das wären zum einen der stark angestiegenen Zahl von Kettenbefristungen an den Schulen. Wir wollen den hohen Einstellungsbedarf an den Schulen ab dem Jahr 2020 abpuffern durch vorgezogene Einstellungen. Und wir wollen schließlich so den Unterrichtsausfall an den Schulen reduzieren. In unserem Antrag geht es um einen sehr pragmatischen Vorschlag. Wir wollen künftig notwendige Einstellungen von Lehrkräften vorziehen, um die Chancen zu verbessern, überhaupt ausreichend Lehrkräfte für unsere Schulen zu finden. Ab 2020 steigt der Lehrkräftebedarf für neue Lehrkräfte wegen einer großen Verbrennungswelle auf ungefähr 800 Lehrerinnen und Lehrer pro Jahr an. Es ist höchst unsicher, ob wir diese Lehrkräfte auch nur ansatzweise tatsächlich finden werden. Im vergangenen Jahr wurden dagegen nur 231 Lehrkräfte eingestellt. Aus unserer Sicht wäre es absolut sinnvoll, wenn wir bereits jetzt begönnen, diese Stellen auszuschreiben. Würden wir jährlich nur 100 Lehrkräfte mehr einstellen als geplant, könnten wir die enormen Bedarfsspitzen zu Beginn des neuen Jahrzehnts spürbar abpuffern. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Renteneintrittswelle an den Schulen trifft in den nächsten Jahren nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, nicht nur uns allein. In ganz Ostdeutschland und auch in Berlin steigt der Bedarf ab dem Jahr 2020 enorm an. Es wird also ein bundesweites Hauen und Stechen um die Lehrkräfte geben. Und wir werden nicht das einzige Land sein, das da auf teure Lehrerwerbekampagnen setzt. Und wir sollten dementsprechend bereits jetzt anfangen zu handeln. Selbstverständlich kostet es Geld, wenn man Lehrkräfte 2, 3 oder 4 Jahre eher einstellt als ursprünglich geplant. Aber die gute Nachricht ist, das Geld ist da. Es ist im Etat des Bildungsministeriums schlichtweg übrig geblieben. Und diese Überschüsse werden ziemlich genau für den Zeitraum fortbestehen, in dem mehr Geld für die vorzeitige Einstellung von Lehrkräften benötigt wird. Den Hauptgrund für diese Überschüsse hat der Bildungsminister ja in der Vergangenheit mehrfach eingeräumt, weil die jungen Lehrkräfte, die wir in den letzten Jahren eingestellt haben, deutlich weniger verdienen als im Haushalt angesetzt, wird der Etat nicht vollständig ausgeschöpft. Das führt dazu, dass dieses sogenannte 50-Millionen-Euro-Paket in Wahrheit im letzten Jahr nur ein 6-Millionen-Euro-Paket war oder im vorletzten Jahr ein 6-Millionen-Euro-Paket und im letzten ein 7-Millionen-Euro-Paket. Wenn man das in Lehrerstellen umrechnet, kommt man auf zusätzlich 500 Stellen, die wir von diesem Überschuss einstellen könnten. Wir wissen, im Gesamtpaket waren die Einsparungen dann natürlich geringer, weil Fehlkalkulationen im Bereich der freien Schulen und der Altersteilzeit zu Mehrkosten führten. Und diese Mehrkosten waren jedoch einmalig. Die Spareffekte hingegen werden in den Folgejahren natürlich immer noch greifen. Insgesamt sind 2015 trotz der einmaligen Mehrkosten 26,5 Millionen Euro insgesamt übrig geblieben. Das entspricht ungefähr 350 E13-Stellen. Wenn man jetzt bedenkt, dass Grundschullehrkräfte weniger verdienen, könnten wir 400 Lehrkräfte jedes Jahr vorzeitig einstellen. Und es ist ja nicht so, dass diese Lehrkräfte nichts zu tun hätten. Wir haben uns die Ausfallquoten der Schulen im ersten Halbjahr angesehen. Es gibt Grundschulen, die haben einen Unterrichtsausfall von 8%. An den Regionalschulen betrug die höchste Ausfallquote 12,2%. Damit Sie eine Vorstellung haben, was diese Prozentzahlen überhaupt bedeuten, will ich Ihnen mal ein Beispiel geben. Der NDR hat im Mai berichtet, dass an einer regionalen Schule in Pasewalk Unterrichtsausfallquote lag bei 2,4%, also deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Sogar auf dem Zeugnis Zensur nicht gegeben werden konnten in einigen Fächern, weil so viel Unterricht ausgefallen ist, obwohl der Durchschnitt, obwohl diese Schule mit dem Unterrichtsausfall unter der Landesquote lag. Und da will ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, welche Konsequenzen der Unterrichtsausfall hat an einer Schule, wenn die Ausfallquote da bei 12,2% liegt. An den beruflichen Schulen hatten wir im letzten Jahr die höchste Unterrichtsausfallquote seit 10 Jahren. Und darum noch einmal,
Auch wenn der Minister uns immer wieder polemisch unterstellt, natürlich sind nicht die erkrankten Lehrerinnen und Lehrer an den hohen Ausfallquoten schuld, sondern es ist die Unfähigkeit der Schulämter oder der Unwillen des Ministeriums, hier nicht schnell reagieren zu wollen. Das geht nicht immer, das wissen wir auch, aber es kann besser werden. Unser Antrag leistet dazu ein Beispiel. Und darum sagen wir, schon deshalb können wir keinen Lehrer und keine Lehrerin zu viel an unseren Schulen haben. Schon jetzt beklagen sich die Schulen darüber, dass ihnen massiv Personalressourcen verloren gegangen sind und das trotz steigender Schülerzahlen an den entsprechenden Schulen. Die vorzeitige Einstellung von Lehrkräften ist dabei natürlich kein Allheilmittel zur Deckung des Lehrkräftebedarfs. Das gibt es nicht, aber es wäre ein wichtiger Schritt, der den Schulen im Land auch unmittelbar weiterhelfen könnte. In der Mai-Sitzung hatten wir Ihnen bereits ein anderes Instrument vorgestellt, nämlich die Erhöhung der Lehramtskapazitäten, statt, wie es in den Zielvereinbarungen mit den Hochschulen geplant ist, die Lehramtskapazitäten zu senken. Für den Höchstbedarf im Jahr 2020 oder 2022 mag dieses Umsteuern zu spät kommen. Aber wenn man sich die Lehrerbedarfsprognose ansieht, sieht man, dass wir auch im Jahr 2029 immer noch einen Bedarf von ungefähr 600 zusätzlichen Lehrkräften hat. Das heißt, das Instrument der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten steht für uns natürlich immer noch an wichtiger Stelle. Die Landesregierung hatte in der Mai-Debatte dann auch erklärt, man soll dieses Problem nicht überdramatisieren, weil ja schließlich in den westlichen Bundesländern nach KMK-Prognosen deutlich mehr Lehrer ausgebildet werden, als dort gebraucht werden. Aber wenn man sich oder wenn Sie beispielsweise mal in Ihre Suchmaschinen eingeben würden, was das Wort Lehrermangel eingeben würden, dann werden Sie feststellen, dass die Prognosen der Kultusministerkonferenz inzwischen zeitlich etwas überholt sind. Dann kommt man zu so Schlagzeilen wie Lehrermangel in Bayern, die Lehrer schlagen Alarm, Lehrermangel in Sachsen, Freistaat kann offene Stellen nicht besetzen, Lehrermangel in Nordrhein-Westfalen, unerwarteter Zuwuchs im Klassenzimmer oder neue Prognosen verschärft Lehrermangel in Berlin. 40.000 Schüler gibt es mehr an den Schulen als erwartet. Lehrermangel spitzt sich zu, Sachsen-Anhalt kann offene Stellen nicht besetzen. Das ist besonders gravierend im Bereich der beruflichen Bildung, aber auch wenn wir uns den Bereich der Sonderpädagogik anschauen, werden dort in den westlichen Bundesländern ist der Bedarf deutlich höher, als es die Ausbildungskapazitäten gewährleisten können. Wie gesagt, der große Einstellungsbedarf im Osten geht gerade erst los. Darum lassen Sie uns statt zu improvisieren, die reguläre Unterrichtsversorgung sichern. Dazu gehört unserer Ansicht nach auch eine Abkehr von dem Prinzip, Lehrkräfte ein Jahr lang befristet zu beschäftigen, um sie dann gleich nach den Sommerferien wieder einzustellen. Zwischendurch schickt man die Lehrerinnen und Lehrer in die Arbeitslosigkeit, was zum einen sehr belastend für diese Menschen ist, zum anderen belastet es aber auch die öffentliche Hand an anderer Stelle, indem wir nämlich Arbeitslosengeld zahlen. Es gibt Lehrkräfte, die dieses Spiel von Entlassung und Wiedereinstellung schon über lange Zeit, Jahr für Jahr mitmachen müssen. Und was einmal eine Ausnahme war, entwickelt sich mehr und mehr zum Regelfall an den Schulen. Die Fallzahl hat sich in den letzten 3 Jahren mehr als verdreifacht, nämlich von 77 auf 240 betroffene Lehrkräfte. Wir finden, ein öffentlicher Arbeitgeber sollte so mit seinen Angestellten nicht umgehen können. Die öffentliche Hand muss ein verlässlicher Arbeitgeber mit fairen Arbeitsbedingungen sein. Darum sagen wir ganz klar, spätestens nach einem Jahr muss die Entfristung erfolgen. Schließen Sie sich also unserem pragmatischen Vorschlag an. Und lassen Sie uns gemeinsam der Herausforderung Unterrichtsausfall und Lehrkräftebedarf begegnen. Im Ältestenrat ist vereinbart worden, eine Aussprache mit einer